Hallo, heute möchte ich euch unsere ganz persönliche Baby-Erstausstattung vorstellen. Das heißt, Dinge, die bei uns funktioniert haben. Es ist natürlich sehr individuell, das heißt, jedes Baby hat andere Bedürfnisse, aber ich denke trotzdem, dass der ein oder andere Tipp für euch mit dabei ist, den ich mir auch unter anderem teilweise bei euch abgeschaut habe. Das heißt, ich freue mich immer auch über weitere Tipps von euch in den Kommentaren und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir starten mal direkt im Krankenhaus und da war es so, dass bei uns sowohl die Kleidung als auch die Wickelsachen komplett gestellt wurden während des Aufenthalts. Falls es bei euch nicht so ist, müsstet ihr euch an der Stelle schon drum kümmern. Und was ich aber von zu Hause schon verwendet habe, sind so große Spucktücher, das heißt Mullwindeln, und die kann ich euch uneingeschränkt empfehlen. Am besten auch ganz, ganz viele davon. Ich glaube, wir haben 15 Stück oder so und die sind ständig in Verwendung und in der Wäsche, weil wir die verwenden zum Beispiel eben für die Schulter. Wenn wir ein Bäuerchen machen, dass da einfach nichts daneben geht, oder auch zum Kuscheln liebt er die total, oder auch mal zum Zudecken, und dafür habe ich die auch schon im Krankenhaus verwendet. Weiter geht es dann mit dem ersten Heimweg und allgemein mit dem Thema Transport, und da starte ich mit den Textilien. Wir haben ja ein früher Sommerbaby, das heißt, wir mussten ihn nicht ganz so dick einpacken, aber wir haben auf jeden Fall ein kleines Neugeborenenmützchen aufgezogen. Es war super süß, so ein kleines weißes, wo man halt hier unten binden kann. Das haben wir aber offen gelassen, weil wir waren auch nicht lange unterwegs. Aber wir mussten in der Tiefgarage, deswegen, da war es schon ziemlich frisch, haben wir ihm die aufgezogen und wir hatten ihm einfach nur einen Strampler angezogen. Ich glaube, nicht mal ein Body drunter, oder doch ein Body, dann ein Strampler, und dann haben wir ihn einfach noch in eine dicke Decke eingekuschelt und das hat auf jeden Fall gereicht, was die Kleidung betrifft. Und dann haben wir ihn transportiert mit einer Trageschale bzw. mit einem Autositz, und da habe ich einen von ABC Design oder ABC Design, und mit dem arbeite ich auch zusammen. Das heißt, da habe ich auch den Kinderwagen davon, und das wollte ich euch gerne mal vorneweg kurz vorstellen, weil ich da auch super viele Fragen bekommen habe und ich finde, das ist mit eins der wichtigsten Dinge, wo man wirklich auf Qualität achten sollte. Und ich hatte mich im Vorfeld umfangreich über verschiedene Hersteller informiert und auch diverse Tests mir angeschaut, auch sowas wie Stiftung Warentest, und ich war so schockiert, dass einige Hersteller zum Beispiel nicht auf ihre Materialien achten. Das heißt, dass bei einigen Herstellern Giftstoffe enthalten sind, die ausströmen und das Kind sozusagen einatmet, und das finde ich so krass, wenn man darüber nachdenkt. Und da hat halt eben auch ABC Design super abgeschnitten, weshalb ich mich schon allein deswegen auch für die entschieden hatte. Aber ich habe mich auch noch mal im lokalen Geschäft vor Ort beraten lassen und habe verschiedene Kinderwagen ausprobiert und war einfach so glücklich mit dem Wagen, den wir uns jetzt ausgesucht haben. Das ist nämlich der Condor 4, ist für unsere Zwecke jetzt perfekt geeignet. Das heißt, wir sind hauptsächlich in der Stadt unterwegs, da ist auch manchmal ein bisschen Kieselweg oder so. Das macht aber gar nichts, da kommt er super mit zurecht, und er ist vor allen Dingen so super handlich und leicht. Also ich komme damit sehr gut klar, ich bin 1,62, und was ich auch super gut finde, ist halt, dass man diesen Sonnenschutz, sag ich mal, auch tiefer stellen kann, und dadurch ist er wirklich komplett vor der Sonne geschützt, kriegt trotzdem viel Luft und man muss kein so Tuch drüber hängen, was ja doch auch wieder so ein bisschen Hitze stauen kann darunter. Und eben auch zur Trageschale nochmal, die ist super bequem für ihn, er fühlt sich da sehr wohl drin, auch da schläft er gerne ein. Ich habe die auch zum Beispiel mitgenommen zur Rückbildungsgymnastik und da hat er jetzt ganz schön drin geschlafen. Wenn er leicht wach wurde, habe ich einfach ein bisschen gewippt. Die ist nämlich auch unten so leicht abgerundet und wippt dann richtig schön, und auch dieses Sonnensegel da dran finde ich halt sehr praktisch. Und besonders den Grauton mag ich einfach unheimlich gerne. Der ist schön neutral und es ist eben das Graphite Grey, für das haben wir uns entschieden. Natürlich kann man das Kind auch noch in einem Tragetuch oder in einer Tragetasche transportieren. Wir haben jetzt beides, und die Tragetasche, das mag er noch nicht so sehr, weil er noch ein bisschen klein dafür ist. Und das Tragetuch haben wir ein paar Mal benutzt, aber ich finde einfach, im Sommer ist es viel zu heiß. Wir haben eins aus so einer Art Jersey-Stoff, aber schon aus reiner Baumwolle, und das hat man halt in mehreren Schichten. Und was mich ganz besonders daran stört, wo ich überhaupt nicht vorher drüber nachgedacht hatte, war, dass wenn man damit ja draußen unterwegs ist und es draußen neu binden muss, dass dann diese ewig langen Bändel auf dem Boden rumhängen, wenn man nicht irgendwas hat, wo man die so drauflegen kann. Also wenn man mit einem Kinderwagen unterwegs ist, kann man es ja noch so ablegen, aber allein schon, bis man das gebunden hat, nervt mich halt übel, weshalb ich jetzt auch noch auf Anraten von einer Nachbarin hin mir diese Tragetasche gekauft habe. Die finde ich auch richtig genial. Ich werde euch übrigens auch alles in der Infobox verlinken, was ich euch in dem Video zeige und wozu ich die Links auch finde. Und ja, da bin ich sehr gespannt, wie das dann wird, wenn er da jetzt noch vielleicht so 2, 3 Wochen älter ist. Ich denke, dann passt er da auch perfekt rein, und da freue ich mich auch schon sehr, ihn ein bisschen rumzutragen.
Kommen wir zum Kinderzimmer. So fasse ich jetzt einfach mal die ganzen Möbel und Artikel zusammen, die ihr sonst so braucht. Und da haben wir uns bei der Aufbewahrung für eine Kommode entschieden, die wir auch gleichzeitig als Wickeltisch nutzen. Und da kann man ja echt super viel Geld ausgeben. Und ich habe mich aber dafür entschieden, dass wir uns eine Kommode kaufen von IKEA. Da gibt es ja verschiedene, die dafür gern genutzt werden. Und wir haben uns direkt die extra große genommen, damit da auch wirklich alles reinpasst von ihm. Außer natürlich Spielsachen. Da kriegt er noch eine extra Spielkiste dann später, wenn er das braucht. Und da habe ich auch ein Video dazu gemacht, wie wir die jetzt organisiert und ausgemistet haben. Das werde ich euch nochmal in der Infocard verlinken. Wir sind wirklich sehr zufrieden damit und haben dafür einfach einen Wickelaufsatz gekauft. Und den werde ich euch auch natürlich verlinken. Ich habe auf meiner Homepage auch jetzt extra so eine Seite eingerichtet mit Shop, alles für mein Baby sozusagen. Und dann eine Wickelauflage braucht man ganz klar. Und die Details, wie wir unseren Sohn so wickeln und was ich für Produkte benutze, das möchte ich nochmal extra für euch abdrehen. Das wäre jetzt einfach zu viel für dieses Video. Und ansonsten, was Pflege betrifft, haben wir noch eine kleine Bürste. Die muss eigentlich in dem Alter oder am Anfang noch gar nicht sein, aber er findet es schon ganz schön, wenn ich ihm damit eben den Kopf so ein bisschen massiere. Und eine Nagelschere, die braucht man in den ersten Wochen auch noch nicht, aber ich würde sagen, so ab der 5., 6. Woche sind die Nägel dann doch meistens schon so stabil, dass man sie schneiden muss. Neben der Wickelkommode würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, dass ihr einen Windeleimer habt, denn die sind doch meistens viel geruchsärmer als ein normaler Mülleimer. Da gibt es ja auch super viele verschiedene. Den wir haben, der ist in Ordnung, aber ich glaube nicht, dass wir den bis zum Ende der Wickelzeit nutzen werden, weil er doch relativ klein ist. Man sollte doch, finde ich, eine größere Größe direkt wählen. Und ansonsten, was ich fast vergessen hätte, ist auch noch ein gutes Licht. Da habe ich immer noch nicht die perfekte Helligkeitsstärke gefunden. Ich habe mir extra schon eine ziemlich schwache Birne da in die Lampe reingemacht, aber die ist doch immer noch zu hell, finde ich, für nachts. Vor allen Dingen auch, wenn man zum Beispiel im Schlafzimmer wickelt, dann ist es doch ganz gut, wenn nicht alle direkt im Raum wach werden. Dann braucht das Baby natürlich auch eine Schlafmöglichkeit. Da habe ich schon öfter von Familienbetten gehört, haben wir jetzt persönlich nicht und trotzdem schläft der Kleine ab und zu noch bei uns. Vor allen Dingen in den ersten Wochen habe ich ihn gern so bei mir gehabt. Mittlerweile schläft er jetzt schon seit 1-2 Wochen fast ausschließlich in seinem Bettchen. Das ist gleichzeitig ein Beistellbettchen und ein Stubenwagen. Das kann man auch später umbauen zu einer Art Sitzbank fürs Kinderzimmer und solche Dinge mag ich ja immer gerne. Selbst wenn man mehrere Kinder kriegt, ich finde es immer gut, eben solche universellen Möbel einfach zu haben. Und da sind wir sehr zufrieden mit dem Bettchen. Habe es jetzt aber auch nie als offenes Beistellbett genutzt, weil dann hätte man es ja verankern müssen am Bett, damit es nicht wegrutscht. Und ich habe das halt jeden Tag in Gebrauch und schiebe das in der Wohnung rum. Und ich liebe einfach dieses Teil und unser Sohn schläft da auch sehr, sehr gut drin. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben eine neue Matratze gekauft, weil die da dabei war, die war offen gesagt wirklich Schrott. Und da habe ich eine gute investiert. Die kosten auch jetzt nicht so viel. Ich glaube, zwischen 20 und 30 Euro hat die gekostet. Und die ist schön weich, aber nicht zu weich und hat einfach eine viel bessere Qualität. Und wenn wir direkt beim Thema Schlafen sind, kann ich euch eben auch empfehlen, was generell empfohlen wird, nämlich einen Schlafsack. Am Anfang war das für mich total seltsam, weil ich dachte, ach, so eine Decke ist doch viel kuscheliger. Aber man kann einfach viel beruhigter nebendran schlafen, wenn man weiß, dem Kind kann nichts passieren. Und der Schlafsack sollte auch passen. Also er kann einen Tick größer sein, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht. Aber es sollte nicht zu groß sein, dass es ihm jetzt irgendwie hochrutscht. Und da haben wir zwei Schlafsäcke gehabt, die immer wieder abgewechselt, weil halt auch da mal was daneben gegangen ist, für die ersten 2 Monate voll. Und ab dem 3. Monat haben wir jetzt eine Nummer größer, die uns wahrscheinlich jetzt aber auch wieder 2-3 Monate hält. Und im Sommer gibt es halt super schöne, ganz, ganz dünne Schlafsäcke. Wir haben jetzt auch einen, wo man unten aufmachen kann. Da ist eine Belüftung unten drin. Das finde ich halt richtig gut. Und auch das ist einfach schön nachts, dass er dann ohne Socken, ohne Hose schlafen kann. Da drückt nichts, sondern einfach nur mit dem Schlafsack. Beim Thema Spielzeug würde ich sagen, dass es generell nicht unbedingt in die Grundausstattung gehört für die ersten 8 Wochen. Da kann er noch nicht so richtig damit umgehen. Am Ende der 8 Wochen dann schon so langsam, da macht es auf jeden Fall Sinn. Aber definitiv zählt für mich da auch ein Mobile rein. Und wenn die Babys so nach und nach ein bisschen weiter sehen können oder selbst am Anfang, wo sie noch nicht so scharf sehen, wenn sich da einfach ein bisschen was bewegt, was sie anschauen können, ist so schön. Und es hat auch eine Melodie, wenn man das eben andreht und das gefällt ihm super gut, weshalb wir jetzt auch oder ich nachher gleich losfahre und ihm noch ein Kuscheltier davon kaufe, weil er scheint dieses Schaf wirklich sehr zu mögen, was da immer im Kreis um ihn rum schwebt. Und ich finde auch, da ist es wichtig, dass man auf die Lautstärke achtet und dass es auch ein angenehmes Lied ist, was man zigtausendmal quasi hören kann, weil man es eben doch relativ oft einschalten muss. Kommen wir zum Thema Textilien und da habe ich ja bereits die Schlafsäcke angesprochen und auch die Tücher und hinzu kommen natürlich die Kleidung. Da ist, denke ich, jeder total neugierig, wie viel brauche ich denn, dass nichts übrig bleibt und wir haben, denke ich, sehr, sehr gut kalkuliert. Also bei uns hat er alles getragen am Anfang bis auf 1-2 Sachen. Manche Sachen hat er aber tatsächlich auch nur 1-2 Mal getragen, weshalb ich da jetzt auch nochmal ein besseres Fazit
Fazit hinterher ziehen kann. Dazu werde ich aber ein extra Video machen, weil es einfach doch zu viele Sachen sind für dieses Video. Und dann möchte ich auch eine separate Checkliste machen, weil ich denke, es ist eben ein sehr umfangreiches Thema, wo man sehr viel Geld sparen kann oder auch sehr viel Geld zum Fenster rauswerfen kann. Und deswegen machen wir jetzt auch direkt weiter mit den nächsten Textilien, und zwar im Badezimmer. Da gibt es zum einen Handtücher und Waschlappen. Und da kann ich euch definitiv verschiedene Waschlappen empfehlen für verschiedene Sachen, nämlich einen Waschlappen eher so wie ein Tuch, den ihr benutzt, um den Kopf oder den Bauch warm zu halten, während ihr mit einem normalen Waschlappen, den man über die Hand stülpt, das Baby putzt sozusagen. Weil er friert ja vielleicht am Kopf oder am Bauch, also das, was sich nicht unter Wasser befindet. Und da hat uns eben die Hebamme empfohlen, immer wieder das einen Waschlappen richtig ins warme Wasser rein, dann über den Kopf, dann den Bauch zum Beispiel waschen. Wenn man den Kopf wäscht, dann ein Tuch auf den Bauch legen, damit eben alles immer schön warm ist. Wenn wir schon beim Thema Baden sind, machen wir da direkt weiter mit der Badewanne. Manche waschen ja auch wirklich in der großen Badewanne oder im Waschbecken. Das war für uns jetzt beides nicht so praktisch, weil das Waschbecken zu klein ist und die Wanne einfach viel zu groß. Da verschwendet man, finde ich, zu viel Wasser und es dauert auch zu lange, bis es warm ist, kühlt viel zu schnell wieder ab wegen der großen Fläche. Deswegen haben wir uns eben für eine Babywanne entschieden. Und da gibt es ja die großen, die ich viel zu globig fand. Also manche benutzen auch zum Beispiel einen Wäschekorb. Unser Wäschekorb hat durchweg Löcher, das funktioniert da nicht. Und ich finde, die typischen Babywannen braucht man halt wirklich viel Platz dafür. Und so ein Eimer kam für uns auch nicht in Frage, weil ich ihn schon so flach drin schweben lassen wollte. Und deswegen haben wir uns für eine faltbare Version entschieden. Die werde ich euch auch in der Infobox verlinken. Da sind wir sehr zufrieden damit. Wir haben ihn schon mehrfach da drin gebadet und er fühlt sich sehr wohl drin. Und da passt er auch eine Weile rein, sag ich mal. Und die kann man sehr schön verstauen, auch das Wasser unten ablassen. Wir haben die immer in der Dusche stehen. Das funktioniert sehr gut. Und damit man eben die richtige Temperatur hat, braucht man auf jeden Fall auch ein Thermometer. Den haben wir ganz normal von DM aus der Babyabteilung, damit man eben das Wasser nicht zu heiß hat. Und da sollte man auch darauf achten, wie das Baby so eingestellt ist, denn unser Sohn, der friert nicht so schnell. Das heißt, wenn ich da wirklich die Babytemperatur einstelle, ist es ihm am Anfang zu warm, weshalb wir es dann eher so in den warmen Bereich bringen. Und da kann man auf jeden Fall individuell auf das Baby eingehen. Dann habe ich das Thema Gesundheit noch mit eingebaut und da zählt für mich auf jeden Fall ein Fieberthermometer mit dazu. Da gibt es weiche mit einer weichen Spitze, ist ganz wichtig für den Po. Und es gibt welche fürs Ohr. Wir haben bis jetzt nur den fürs Ohr gebraucht. Das war für uns völlig ausreichend. Aber wir haben den anderen auch da, weil man mit dem zum Beispiel auch den Po etwas stimulieren kann, laut der Hebamme, wenn eben da ein Pups schief sitzt sozusagen. Und auch in dem Bereich ganz sinnvoll, wenn man Babys hat, die ein bisschen Probleme haben mit Blähungen oder dass sie nicht können. Da kann man auch Zäpfchen geben. Und da würde ich euch aber raten, dass ihr euch nochmal informiert bei eurer Kinderärztin oder auch bei eurer Hebamme, was ihr da genau verwenden sollt. Dann kommen wir zum Thema Ernährung, und wenn ihr 100% stillt, dann braucht ihr da eigentlich nichts, aber ich denke mal, die meisten werden auf jeden Fall mal früher oder später abpumpen, egal ob sie das machen, weil sie mal unterwegs sind oder weil sie das müssen, so wie ich. Falls ihr meine Stillgeschichte anschauen wollt, könnt ihr auch gerne mal in die Infocard schauen, da werde ich euch mal ein Video dazu verlinken, wie, was, warum ich pumpe und zufüttere. Das heißt, ich habe da das volle Paket und kann euch da meine Erfahrungen weitergeben. Und zwar haben wir uns eine Pumpe selber gekauft, weil ich erst hinterher erfahren habe, dass man auch auf Rezept eine leihen kann in der Apotheke. Also das als kleiner Tipp vorneweg. Und bei der Pumpe würde ich auch darauf achten, dass ihr gleichzeitig beide Brüste pumpen könnt, schon allein einfach wegen der Zeitersparnis. Zudem soll das auch ganz gut sein für die Brüste, dass auch die Milch besser angeregt wird. Außerdem kann ich euch an der Stelle auch direkt empfehlen, mehrere Flaschen bereitzuhalten mit Deckel, die ihr im Kühlschrank dann auch lagern könnt. Denn so eine Muttermilch kann man bis zu 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahren. Danach sollte man sie auf jeden Fall dem Baby geben. Ansonsten kann man sie auch einfrieren. Da gibt es auch noch spezielle Gefrierbeutel dafür. Die findet ihr zum Beispiel auch in der Drogerie. Egal, ob ihr jetzt zufüttert oder eure abgepumpte Milch eurem Baby geben möchtet, braucht ihr ja auf jeden Fall Flaschen. Und da haben wir verschiedene getestet, die ich euch auch nochmal ausführlich vorstellen möchte in einem Flaschenvergleich. Aber ich kann schon mal vorneweg nehmen, dass wir auf jeden Fall unsere perfekten Flaschen dank unserer Hebamme gefunden haben, denn die hat uns welche empfohlen, die wirklich grandios sind. Das sind die von Mom. Also die haben verschiedene, aber die wir haben, die haben so einen Boden, wo die Luft richtig reingezogen wird, sodass er halt möglichst wenig Luft schluckt. Das ist besonders wichtig bei Babys, die mit Blähungen zu kämpfen haben oder auch mit viel Aufstoßen, dass Milch mitkommt, einfach dieses Luftproblem haben. Da kann ich euch die Flaschen sehr ans Herz legen. Und natürlich muss man da noch verschiedene Dinge beachten. Wenn man zum Beispiel Milch abgepumpt hat, muss man die aufwärmen. Die darf man ja nicht aus dem Kühlschrank direkt geben. Die muss warm sein, zumindest Zimmertemperatur haben. Und dann gibt es eben solche Flaschenwärmer, kann man auch mit einem Topf auf dem Herd machen mit so einem Wasserbad, aber so ein Flaschenwärmer ist doch sehr praktisch, weil er direkt auf die richtige Temperatur hitzt, da muss man sich keine Sorgen machen und das Ding kann es auch warm halten und später auch für Brei ganz gut sein.
Wenn man zufüttert, braucht man natürlich die Pränahrung. Da gibt es ganz unterschiedliche. Wir sind jetzt sehr zufrieden mit HIP. Und dann natürlich auch noch Wasser. Und da solltet ihr auf jeden Fall sterilisiertes Wasser nehmen. Das heißt, ihr kocht es vorher ab bis 100 Grad. Lasst es auch ein bisschen kurz kochen. Und dann lasst ihr das abkühlen auf ungefähr 40 Grad. Und wenn ihr es dann in eine Flasche füllt, hat es die optimale Temperatur. Und dann natürlich, wenn ihr Flaschen benutzt, müsst ihr die im Anschluss auch reinigen. Und da kann ich euch auf jeden Fall so einen Silikonreiniger empfehlen. Damit kommen wir super gut klar und da können sich halt auch nicht so Bakterien ansammeln wie bei so einer Bürste. Und das Ganze sollte auch trocknen im Anschluss. Dafür haben wir so einen Trockenständer gekauft, beziehungsweise mein Mann bei Amazon. Wenn ich den finde, werde ich den euch auch in der Infobox verlinken. Und eine Sache noch ganz wichtig ist ein Sterilisator. Auch da gibt es welche, die man an Strom anschließt, die man zum Beispiel mitnehmen kann. Wir haben jetzt eine Lösung mit der Mikrowelle und man muss anscheinend nicht jedes Mal nach der Benutzung das Ganze sterilisieren. Es reicht auch einfach mal das Ausspülen zwischendurch. Ich persönlich habe es jetzt alles noch sterilisiert, aber ich denke, so nach dem dritten Monat werden wir das auch deutlich reduzieren. Dann habe ich noch ein paar Bonussachen aufgeschrieben, die dann doch ganz nett sind, wenn man sie hat. Sowas wie zum Beispiel ein Nestchen. Also ganz im Hochsommer braucht man das nicht. Das ist dann auch wirklich zu warm fürs Baby. Man muss immer darauf achten, dass es nicht überhitzt. Das kann auch wirklich sehr gefährlich werden. Aber wenn es eben so schön kühl ist morgens oder ich nachts noch pumpen muss und ihn eben bei mir habe, ist es toll, wenn ich ihn auf die Couch legen kann in dieses Nestchen. Das ist so, da fühlt er sich so geborgen und gekuschelt. Da schläft er auch immer sehr schnell ein. Und außerdem auch noch eine Krabbeldecke. Da haben wir noch keine schöne gefunden. Ich möchte diese Woche nochmal nach einer schauen, weil ich einfach bei unserer Nachbarin auch wieder gesehen habe, dass der Kleine super gerne drauf liegt und ich möchte unseren Sohn auch gerne einfach mal auf dem Boden liegen lassen, damit er auch, wenn er mal krabbelnd anfängt, halt das auf dem Boden üben kann und nicht irgendwie auf der Couch oder so. Und so eine dünne Decke ist einfach nicht weich genug, finde ich, für seine Gelenke. Wenn er da auf einem harten Boden liegt, finde ich das nicht so gut. Außerdem eine Sache, die ich persönlich wirklich unerlässlich finde, die für mich auf jeden Fall zur Grundausstattung gehört, die aber viele gerne meiden, sind Schnuller. Und natürlich sollte man auch darauf achten, dass wenn die Zähne irgendwann später kommen, dass sie nicht eine Fehlstellung bekommen dadurch, ist klar. Aber am Anfang, wenn man ein Baby hat, was gerne nuckelt, das kann man ja nicht die ganze Zeit an der Brust haben oder an der Flasche, weil die auch zu viel Milch dann schlucken und ständig das ausspucken. Und deswegen finde ich es super, wenn man so einen Schnuller hat, den das Baby auch gerne mag und auch drin behält, weil es den beruhigt, enorm beruhigt und zufriedenstellt und auch sehr schön zum Einschlafen bringt. Und da finde ich persönlich nichts Schlimmes dran. Ich denke auch, es ist wichtig, dass man den richtigen Schnuller findet, weshalb wir verschiedene ausprobiert haben, die ich euch auch gerne nochmal in einem Video extra vorstellen möchte. Und außerdem möchte ich euch auch noch empfehlen, so eine Art Erinnerungskiste zu machen. Das heißt, eine schöne kleine Kiste finden, wo ihr zum Beispiel die ersten Söckchen reinpacken könnt, den ersten Body, damit ihr das einfach direkt gesammelt habt. Weil ganz ehrlich, nach Monaten weiß man es dann doch nicht mehr so genau, macht es vielleicht dann doch nicht mehr so eine Kiste. Und deswegen finde ich es ganz schön, das von vorne rein zu starten und ebenso vielleicht auch noch so ein Erinnerungsbuch, wo ihr alles eintragen könnt oder eine App, wo ihr sozusagen auch die ersten Meilensteine eintragen könnt. Schreibt unbedingt mal eure Top 3 Produkte in die Kommentare, die eurer Meinung nach auf keinen Fall in so einer Babygrundausstattung fehlen dürfen, neben Windeln und Bodies selbstverständlich. Und wenn ihr es noch Lust habt auf weitere Videos zum Thema Mama sein und zum Baby, dann schaut gerne mal in meine Mama Playlist rein und hier unten könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren, damit ihr auch nichts von mir verpasst. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!